Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute. Heute gibt es ein Video zur Schizophrenie, weil Tottenham-Fan 97 hat geschrieben, kannst du ein ausführlicheres Video machen zur Schizophrenie? Und das werde ich jetzt. Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist passiert, dass ich die Schizophrenie überhaupt bekomme? Erstens einmal, mein Leben ist passiert. Da sind Auf und Abs, verschiedene Sachen passiert, Schlüsselszenen könnte man sagen, und dann natürlich die Drogen. Die Frage ist natürlich, gibt es eine gentechnische, also eine in der DNA eine Vorbelastung von einer Schizophrenie oder einer Psychose eben? Wenn das gegeben ist, haben wir schon mal einen Punkt, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass man auch eine Psychose oder Schizophrenie bekommen kann. Okay. Das haben wir jetzt einmal geklärt. Meine Psychose ist rausgekommen, ist entstanden durch viele Drogen. Ich habe eine drogeninduzierte Psychose, eine sogenannte. Also so hat es angefangen mit Drogen. Ich habe sehr viele Drogen und Mischkonsum gemacht, ganz verschieden, alles bunt, quer, bunt durch. Und da habe ich eine Kombination gemacht, da hätte ich mir schon was denken sollen, da habe ich nämlich Schatten gesehen. Da habe ich Schatten gesehen, die sich bewegt haben, von Wesen, Silhouetten. Und das wäre schon mal ein Warnzeichen gewesen, also beim Drogennehmen, da muss man, es ist einfach gefährlich. Dann, ich tue einfach mal das mit den Drogen auslassen und sage, wie die Schizophrenie dann angefangen hat. Oder nein, ohne die Drogen geht es eigentlich nicht, weil ich habe Weed gekocht und irgendwann habe ich so Optics gehabt und die sind auch nicht mehr weggegangen. Nach der Zeit, und dann habe ich immer so viel mehr gesehen, ich habe natürlich weitergekifft, ich war in meiner Pubertät und komplett unreif noch. Und ja, das war dann schwierig. Ich habe einfach Drogen genommen, obwohl ich die ersten Anzeichen gehabt habe. Und das erste, wirklich kurz vor der Psychose, das erste Anzeichen, das war falsche Gerüche wahrnehmen oder eben, ich habe geglaubt, dass die Leute auf der Straße über mich reden. Ich habe sie über mich reden hören und gemeine Sachen auch teilweise. Also eher negative Stimmen und verschiedene Sachen habe ich gehört. Und Dann. Also bei mir war es so, mein erstes Mal Stimmen gehört, habe ich bei einem LSD-Trip, habe ich das erste Mal Stimmen gehört, wo einfach mir vermittelt worden bin, dass ich der Auserwählte bin und dass ich das Universum retten muss und wenn ich es schaffe, dann wird alles wieder gut. Und darum habe ich so geglaubt, das war mal der erste Anfang, da habe ich dann nämlich ein paar Tage später immer noch keine Stimmen gehört. Und dann plötzlich in der Arbeit, irgendwann mal, da habe ich natürlich noch mal geraucht, glaube ich. Und dann habe ich auf einmal das erste Mal die Stimmen gehört. Und sie haben halt so, sich so rübergebracht, als wären es Gott, eine göttliche, also das Universum. Ich sage immer Gott, das Universum ist Gott, die Natur ist Gott, wie man es nennen will. Aber auf jeden Fall habe ich geglaubt, das Universum redet mit mir. Und dann bin ich halt immer weiter in die Psychose reingerutscht. Das erste Lied, was ich gehört habe im Radio zufällig, wie die Stimmen das erste Mal, wo es dauerhaft da geblieben sind, wahrgenommen habe. Das erste Lied war Hör auf die Stimmen von Mark Forster. Und wer das Lied kennt, hört es euch mal an. Hör auf die Stimmen heißt, also es heißt nur Stimmen, EFF ist es, glaube ich. Und das in der Hör auf die Stimmen, hör was sie sagt und so weiter und so fort. Das hat mich dann noch mal in die Schizophrenie reingehauen. Und es sind die ganze Zeit Sachen passiert, das hat einfach alles so perfekt ausgeschaut und darum habe ich in den 4 Jahren, wo ich schizophren bin, die ganze Zeit im Hintergedanken so was gehabt, dass das alles real ist und ich habe so viel Scheiße erlebt, das geht sich alles gar nicht in dem Video aus. Drum, ich kann natürlich extra Videos machen und euch wirklich detailliert weiterhin zu sagen, was passiert ist. Die ganze Story von Anfang an. Aber das dauert mir jetzt so lang und darum will ich einfach jetzt noch
ein bisschen über was hilft, was in einer Schizophrenie hilft und vielleicht vorher noch die Frühanzeichen. Also was haben wir bei den Anzeichen für Schizophrenie? Man hört im Kopf, man hört paranoide Gedanken, könnte man sagen. Man glaubt, die anderen reden über einen. Es kann sein, dass man Optik hat, dass die Wahrnehmung sich ein bisschen verschwischt und dass man halt Sachen wahrnimmt, die was man nicht wahrnehmen kann. Dann Stimmen, wenn es Stimmen in den Kopf hast, die nicht deine Gedanken sind, dann bist du schon schizophren, also in der Frühphase ist auch schizophren, aber dann bist du schon sehr schizophren, könnte man sagen. Das ist schon ein Hauptsymptom, eine Halluzination. Auf jeden Fall, was gibt's noch als Warnzeichen? Ja, das war eigentlich eh das. Bei mir war es eben das, die paranoiden Gedanken, das Hören, das über mich reden, obwohl keiner was über mich geredet hat. Und ja, okay, ja. Und bei mir waren es eben die Optics und die Filme, die ich geschoben habe in meinem Gehirn. Ich habe zum Beispiel nach dem Drogennehmen bin ich im Bett gelegen und da habe ich dann den Teufel gesehen vor mir. So als würde man sich einen Film anschauen, wenn man die Augen zu hört. Man sieht es halt genau detailliert, so. Man sieht es einfach, wie in einem Film. Als würde man sich einen Film anschauen, nur wenn man die Augen zu hört, vor seinem geistigen Auge sieht man das. Und die ganzen Sachen, man glaubt einfach, es hört sich einfach alles so logisch an, wenn man schizophren ist. Auch wenn man glaubt, dass man Gott ist und Gott hört, es hört sich, es schaut alles komplett logisch aus einfach. Okay, und jetzt zum Schluss, wie schon gesagt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ich rede gerne über die Schizophrenie. Ich habe schon einiges angeschnitten, aber wenn ihr wirklich wollt, tiefer reingehen, was ich gemacht habe in der Schizophrenie, alles werde ich euch nicht sagen, weil ein paar Sachen sind mir selber auch noch unangenehm. Aber ein paar Informationen mehr kann ich euch schon geben. Auf jeden Fall, was hilft? Was hilft mir persönlich und was hilft mir nicht? Mir zum Beispiel hilft, ich gehe jeden Tag meditieren. Das macht mich gelassener. Ich habe jetzt schon 4 Jahre der Schizophrenie. Am Anfang habe ich auch nicht damit umgehen können. Ich war richtig drin in der Schizophrenie. Aber jetzt kann ich schon damit umgehen. Und jetzt hat sich meine Stimme auch beruhigt, weil ich mir selbst hilf. Indem ich meditiere. Ich habe zum Rauchen aufgehört. Erst den 4. Tag, aber ich meine immerhin schon den 4. Tag. Das Video ist jetzt am Donnerstag aufgenommen worden, vorigen Donnerstag. Und jetzt jetzt wisst, dass das Sinn macht, da habe ich im 4. Tag nichts gemacht. Und das ist für nächsten Montag 18 Uhr das Video. Also da, wo ihr es sehen könnt, theoretisch, was abgeloadet ist. Also was haben wir gehabt? Meditieren, Tagebuch schreiben. Ich schreibe jeden Tag jetzt, also wenn man neu kauft, ein Tagebuch, wo ich 3 Dinge, weil 3 ist so meine Lucky Number, alle guten Dinge sind 3, schreibe ich Dankbarkeit hin und dann 3 Dinge, für die ich dankbar bin in meinem Leben. Und dann immer wieder, wenn ich irgendwelche interessanteren Gedanken habe, dann tue ich die auch reinschreiben. Ist natürlich privat mein Tagebuch. Aber das hilft auch auf jeden Fall. Dann, okay, 3 Sachen haben wir schon. Meditieren, Rauchen aufhören. Beim Rauchen aufhören, bei mir ist so die Leponex, das sind meine Neuroleptiker, die wirken schlechter, wenn man raucht. Und grundsätzlich viele Neuroleptiker wirken schlechter, wenn man raucht. Und das ist ein Grund, warum ich nicht rauche und halt für meine Gesundheit und psychisch geht es mir auch besser, wenn ich nicht rauche. Es ist zwar ein schwerer Schritt zum Rauchen aufhören, aber jeder kann das schaffen. Also in der Schizophrenie ist es immer schwierig, das Rauchen aufhören, weil es eben eine scheiß Situation ist und das Rauchen ist was Vertrautes. Das hat mir sehr geholfen in der Schizophrenie eigentlich. Aber jetzt habe ich mich beschlossen, dass ich zum Rauchen aufhöre. Und das passt für mich. Wenn man es nicht kann, ist es auch nicht so tragisch, aber mir geht es besser, wenn ich nicht rauche. Ja. Einfach, mir hilft doch das Video machen. Man braucht eine Beschäftigung. Man braucht Beschäftigung, ich zocke gern. Es ist ein Squid zum Beispiel, Origins zocke ich gerade. Das finde ich ziemlich geil. Dann, ja, bei mir ist es auch ein bisschen Fahrt gerade und jetzt mit der Corona-Zeit, das nur zu Hause bleiben. Ich würde eigentlich gerne draußen fliegen, obwohl mir persönlich ist das ja ein bisschen unangenehm, draußen in der Öffentlichkeit zu fliegen, wenn andere Leute dabei sind. Aber wenn ich allein bin, dann geht es eigentlich ziemlich easy. Und eben das Fliegen
ist meine Nummer 4 auf der Liste. Also das Videos machen, das interessiert mich, das macht mir Spaß. Da kann ich offen reden, das ist quasi wie ein Videotagebuch. Und man kann sich das immer anschauen, ist eigentlich ganz schön. Die schöne Erinnerung. Man macht was, was bestehen bleibt. Was Bestand hat. Bestand. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr schizophren seid und Tipps habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Was hilft euch bei der Schizophrenie? Was hilft euch nicht? Bei mir ist zum Beispiel, das habe ich noch nicht angesprochen, was mir nicht hilft. Bei mir ist zum Beispiel, dass wenn ich Alkohol trinke in höheren Mengen, dass ich ein sehr trauriges Gefühl kriege und mir sehr unsicher wird. Und darum trinke ich sehr wenig Alkohol, bis fast gar keinen. Das hilft mir zum Beispiel, drogenfrei bleiben natürlich. Damit meine ich die illegalen Drogen, die psychoaktiven Substanzen. Aber ich will ganz drogenfrei bleiben. Und das heißt auch kein Alkohol, vielleicht hin und wieder Bier oder ein Glas Wein, aber wenig auf jeden Fall. Und ja, triggern. Es gibt verschiedene Sachen, die mich triggern manchmal. Naja, zum Beispiel früher, das kommt in einem anderen Video. Was mich triggert, das hat wieder was mit in der Schizophrenie war, was mit dem letzten Schubers zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich das schon in dem Video ansprechen will. Auf jeden Fall, ich lasse fürs erste Mal. Aber wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr wieder wollt, dass ich noch tiefer in die Schizo-Zeit zurückgehe und euch mehr Einlass gewähre, dann sagt es mir einfach Bescheid in die Kommentare. Ich danke Tottenham-Fan für die Benachrichtigung, dass du mehr erfahren willst, dass ich anderen Schizophrenen mich offenbaren kann. Auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video für heute und ich bin raus. Peace out, euer Wizard.